Leute. Einen wunderschönen Tag. Keiner spielt Ranked heutzutage. Zumindest nicht zu den Uhrzeiten, wo ich spiele. 10 Minuten Queue für Classic. Armadildo. Der arme Dildo. Könnten wir einen Hydra-Start machen? Wir könnten rein theoretisch Hydra-Start machen. Brauchen wir die Hydra? Wäre schon witzig. Ja, machen wir so. Überlege gerade. Wir kriegen dann 130 wieder. Das heißt, wir haben 105 plus 72 plus 130 minus 275 ist gleich 32. Kriegt man wirklich 130 Gold wieder vom Gral? Warte. 90% kriegt man wieder. Tatsache. Das heißt, wenn ich jetzt die Snail schicke, schaffe ich die Harpier und dann packe ich einfach die Harpier hier hinten hin. Und falls ich es nicht schaffe, dann lasse ich es halt. Das ist der Plan, Boys. Das ist der Plan. So funktioniert, so machen wir das. Gibt doch 72 Gold die Wave, ne? Ja. Und da geht schon mal jemand King Upgrade, das ist ja interessant. Quadrette ist ein Antler. Die gehen cross mit einem Pyro. Und auf mich schickt der Kingpin, richtig? Also der Angler, Boy. Ich schicke schon mal vorsichtshalber die Snail. Oh mein Gott, ich hätte die Gast gar nicht schicken müssen, ne? Wir haben jetzt 142 plus 9 plus 130. Hätte ich nie mal schicken müssen. So. Tatsache. Alter, als wäre es ausgerechnet. Als hätte es jemand ausgerechnet. Gehen wir hier den Exec. Obwohl, nee. Gehen nicht den Exec da vorne. Wir wollen ihn hier haben. Platzieren solltest du ihn aber schon. Wenn du ihn gar nicht setzt, wäre das ziemlich ärgerlich. Ah, jetzt kommt die Snail. Easy peasy. Warum habe ich die Sea Serpents mitgenommen? Macht gar keinen Sinn. Haben wir Reroll? Nee. Okay, spielen wir halt nur mit 5 Einheiten. Auch gut. Scheiße. Dann geben wir jetzt noch eine Harpier und einen Angler. Ich möchte keine Walker gehen, weil ich möchte die Hydra komplett durchbekommen. Wenn ich die Hydra komplett durch habe. Und ich habe ja den Armadillo, den hier. Ich nenne den Armadillo, weil es ein Armadillo ist und ich ihn, ne? Message angekommen. Gut. Platzieren hier den Gral. Das heißt, wir platzieren hier einen Angler. Und hier eine Harpie. 130 Gold übrig. Ich könnte auch die Harpie wegnehmen und einen zweiten Angler setzen. Aber ich glaube, ich nehme lieber die Harpie. Die sind gegen 4 besser, machen mehr Schaden. Und dann gehen. Was ist das denn für eine Sea Serpent? Tankt der Angler? Bitte sagt nein. Es hat der Angler tankt. Jetzt können wir Walker gehen. Naja, der Angler wenigstens ein paar Stacks, ne? Das hat nichts. Das ist der Antler. Mit Harpien ist die Hydra sogar ziemlich safe, ne? Weil du, es sei denn, der saved auf 3, dann ist natürlich blöd. Oh, komplette Hydra. Jetzt müssen wir noch ordentlich Worker gehen und dann haben wir das. Was ist das für ein Bild? Die sollten tauschen. Also Sea Serpents gegen Gateguards tauschen, dann wäre das ein annehmbares Layout. Aber das verstehe ich nicht. Die laufen halt in die Mitte und dann greifen die von den Seiten an. Aber die stacken sich ja hier rum, weil der Ant läuft nach vorne. Und dann greifen die Sea Serpents nach da an. Egal, 40er Cent. Vielen Dank für das Geld. 100er Cent? Die haben noch gar nicht geschickt, ne? Nee, okay.
Und wir schicken dem Antler jetzt auf 5 gleich. Und ich möchte meine 6 Worker haben. Ich habe meine Harpyen, die sind, haben, ist eine gute Damagequelle. Und gegen 7 muss ich dann Armadillo. Oh, die lieben die. Sehr schön. Schaffe ich sogar den 80er Cent. Ein Dino auf 5 ist böse. Good job. Was ist mit dem. Alles klar. Sie werden angezeigt wegen. Wie nennt man das, wenn man. Frontflucht? Das ist Frontflucht? Oder wenn man in den Krieg zieht und dann einfach abhaut. Wie heißt das? Worker. Dino. Easy. Und jetzt fehlt ein Gold für noch eine Harpie. Na egal, passt schon, ne? Deren King ist geupgradet, aber warum? Ich will, dass sie win. Oh, sie haben es so gemacht, dass die Schriften jetzt unterschiedlich sind. Ah. Haben sie es eigentlich mittlerweile gefixt, dass Regeneration nicht mehr. Es war ja immer so, wenn man den King auf Lebensregeneration geskillt hat, dass dann hier oben die Lifebar angefangen hat, rot zu blinken. Weil das Spiel dachte, es kriegt Schaden. Gut gecodet an der Stelle. Aber es ist ja so, dass er sich heilt, ne? Wird das noch was? Ah, der ist eine Daphne gegangen. Ich könnte jetzt in Gral gehen. Ich glaube, ich gehe einfach eine Sky Queen. So ein bisschen Pierce Damage. Obwohl, ein Armadillo schaffe ich nicht. 195. Wenn er liegt, schaffe ich den. Aber die Daphne ist zu krass. Die Daphne liegt das nicht. An der Daphne wird es nicht liegen. Nee, 197. 187. Fehlt ein bisschen was. Nehmen wir einfach eine Sky Queen, ne? Und dann schaffen wir mit der Wave dann den Armadillo. 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 Musik ist aus. Lol. Jetzt ist Musik wieder da. Und die haben auf die Brute gesaved. Von den 10 abgespart haben sie die. Und er saved schon ziemlich lange, ne? 15. Der geht King Upgrades, aber warum? Ah, Packrats. I see. Oh mein Gott, ist das so einer, der gleich alles verkauft, nur seine Packrats dann immer eingräbt, dann immer alles liegt und Worker geht? Ist das so einer? Zwei Händler. Zwei Händler. Schicke ich eine Fiend. 100% League? Oh. 100% League klingt böse. 56%. Eieieiei. Könnte ich rein theoretisch noch einen Worker gehen, ne? Das Cross. Irgendwie sieht das so ein bisschen aus wie das Cross, was ich gestern gespielt habe. Mit einem Kumpel zusammen. Haben wir uns gedacht, ah komm, wir gehen Cross. Mech und Grove, easy peasy. Easiest game of our lives. Und dann halt doch nicht. So, Armadillo. Wie platzieren wir das? Soll er eigentlich für die Hydra mit tanken, ne? Aber eigentlich eher im Split. Gral, Armadillo. Und hier noch ein Angler. Ja, das sieht gut aus. Das ist das tankigste Ding, was es gibt. Für Arcane Armor. Arcane technisch. 55. Ja, das weiß ich nicht. Oh, süß. Ich habe ja Sky Queens und Angler. Kann ich jetzt wieder komplett Worker gehen? Schön auf 10 Worker. Wave 7. Worker schaffe ich nicht während der Wave, leider. Schaffe ich einen Dino? Liegt die Daphne? Ich glaube, die liegt, ne?
Ja, sehr geil. Dann schaffe ich den Dino. Das freut mich. Und die liegen auch. Eieiei. Armes Cross. Und er mit seinem Gargoyle. komm, nee, nicht aufgeben. Muss nicht sein. Eben. 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 Können Sie sich erklären, bitte? Was meint er mit eben? Eben. Er ist Amerikaner. Er muss irgendwas auf Englisch meinen. Ihr könnt ja rein theoretisch. Eben. Ne? Eben. Aber macht keinen Sinn. Das hat sich immer wieder verklärt. Okay. Lizard Army, Dark Ritual und Hero. Oh, Hero auf der Hydra. Oder auf dem Armadillo. Oder hier in der Mitte und dann haben sie beide. Damage Reduction. Ja, wir gehen Hero. Viel zu viel Value. Gibt das. Und jetzt können wir eigentlich wieder. Müssen halt gar nichts bauen, ne? Gegen 18 wird's gut wegen den Sky Queens. Tanky sind die. Wir haben Arm, Natural Armor, wir haben Impact Damage gegen 9. Gegen 10 haben wir die Hydra und die Sky Queens. Die tanken halt lang genug. Ja, komm. Gönnen wir uns die Worker. Mal ordentlich Undervalue gehen hier. Oh, die Hydra ist schon down. Uiuiui. Oh, er ist zwei Daphnen. Not bad. Könnt ihr noch ein bisschen länger brauchen? Ich will noch meinen Dino noch schaffen. Mit meinem Dino schaffe ich dann sogar noch drei Worker. Komm. Aber ich würde jetzt drei Worker schaffen, wenn das Supply nicht so ausgefranst wäre, ne? So. Müssen wir das Supply gehen. Kein Platz für die Worker. Und gegen die nächste Wave gehen wir dann einfach zwei Sky Queens. Und dann easy! Dann haben wir, gehen wir in den Gra, Ocean Templar, Hero. Also ich habe einfach, ich habe den Gameplan, Boys. Ich habe den richtigen Gameplan, habe ich. Hoffentlich wird das dann nicht so ein vernichtender Defeat wie gestern. 80. Ein Hermit. Oh, wie süß. So, da sind wir jetzt auf den 14 Workern. Oh, sieht gar nicht so gut aus, ne? Obwohl, ne, die Hydra ist ja, die splittet sich ja nochmal. Tanky, also Frontline-technisch passt das. Schaffe ich keine zwei Sky Queens, ne? Nur eine. Und nicht mal den Gral. 145 plus 170. Ne, andersrum, ne? 129 plus 129 plus 150 minus 154 minus 170. Qual kostet 170. Aufstärke kostet auch 170, ne? Okay, noch zwei Worker. Und dann schaffen wir trotzdem den Ocean Templar. Alter, nur Antler und Daphne, ne? Die Frontline ist einfach zu krass. Da kommst du nicht durch. Boah, da kommst du nicht durch. Oh nein, er liegt. Die Mimik. Bösartige Mimik. Und die liegen auch, ne? Ja. Oh, die liegen sogar ziemlich. Obwohl, da sind noch Disciples. Ich glaube, einen King kriegen sie. Ja. Oh, doch nicht. Oh mein Gott, die liegen beide Kings. Belastend. Aber er hier mit seinen drei Daphnen, zwei Antlern. Der hält das. Oder auch nicht. Oh mein Gott, unlucky. Fokussieren natürlich den erstmal den, der so viel Leben hat. Das ist belastend. Das wäre so viel Geld für ihn geworden, ne?
Ja, gut, dass sie ihren King schon gelevelt haben, sonst wäre das mehr. Das hätte das deutlich mehr wehgetan. So, jetzt hier den Gral. Dann geben wir dem den Hero. Dann kriegen die hier nämlich auch Damage Reduction und den Ocean Templar. Und ich habe mich um 100 Gold verrechnet. Naja, ne? Gebt mal halt die Worker. Ganz schön underwhelmed bin ich, ne? Aber ist eigentlich egal. Bei so einer Frontliner kann man auch mal von sich überzeugt sein, ne? 5% Damage Reduction und Lebensregeneration. Und hinten die Damage Backline. Dann fange ich jetzt an zu Overvalue, um dann gegen. Schickt er? Nee, er schickt nicht. Krieg ich den einen Bounty Hunter voll. Gestackt auf der Wave. Nee, fehlen noch 20 Stacks, das kriegt er nicht jetzt hin. 20 Worker müssen sein. Und 12 müsste ich eigentlich noch haben, ne? Ich schaffe aber keinen Exec. Liegt der hier? Ne, der liegt nicht. Aber er liegt. Dann kann ich jetzt einen Drachen schicken. Wann ist der gute Moment gekommen, um noch einen Exec zu gehen? Wie habe ich es denn bisher gebaut? So. Müsste ich den Exec eigentlich auf rechts packen, damit die gut gesplittet sind? Oder ich packe ihn auf links, da ist er safe. Halte ich mit Exec, ist die Frage. Ja, ich vertraue. Ich vertraue mal drauf. Prozent Damage Reduction. Gut, Frontline. Ah, 200 Undervalue. Ich bin jetzt auf 1400 Value rein theoretisch, ne? Weil der Exec macht ja nichts. Kein Cent. Oh, lucky me. Und jetzt die Sky Queens bitte schön durchrasieren. Ja, sieht gut aus. Gehen jetzt keine Worker. Und fangen schon mal an, Drachen zu spammen. Ja, das sieht gut aus. Das haben wir. Dann geben wir jetzt gleich eine King Claw. Für den Impact Damage. Oder wir bauen den Armadillo aus. Der kommt ja auf 6000 Leben. Das ist ja eine Menge. Liegen die? Nee, leider nicht. Nehmen wir noch den Dino. So, wir könnten das Ding jetzt ausbauen. 335, ja. Und dann geben wir noch einen Gral. Na, lässt mich nicht bauen, ne? Jetzt, so. Sind rein theoretisch undervalue. Also die Frage, ob er jetzt schickt, ne? Beziehungsweise ob er überhaupt Worker hat, um zu schicken. Ich will das Exec eigentlich durchbekommen. Wäre mir schon recht lieb, das Full HP durchzukriegen. Aber mir fehlt halt echt Schaden, ne? Obwohl, 210 Schaden ist jetzt auch nicht gerade wenig. 140. Hermit. Das könnte böse enden. Und der Impact Damage haut auf meinen armen Dildo schon ziemlich rein. Sky Queens machen gut Schaden. Sind auch hinter dem Ocean Templar. Bin da zuversichtlich. Noch zwei von den Drill Golems. Und einer von uns liegt. Aber ich halte, ne? Wo zwei liegen. Wird dann, glaube ich, doch nichts mit dem Exec. Wenn der sich mit teleportiert. Der teleportiert sich natürlich mit. Nee, das halten wir nicht. Es sei denn, er kommt jetzt noch. Nee, der hält auch nicht.
Sad. Ja, nee. Ciao, Exec. Das finde ich so belastend, ne? Teammates könnte ich halt immer noch abfacken. Verticken gleich den Gral, sitzen in den nächsten Exec. Und noch Armadillos. So. Den setzen wir aber jetzt hier hin. Und den verticken wir. Und setzen hier vorne noch einen allen Scales. Und nochmal zwei Harpien. Warum mache ich daraus überhaupt einen Kreis? Ich habe eh keine Aura für die. So. Kann ich die auch ganz hinten stacken. Jetzt sind wir auf 2900 Value. Gegen 15 geben wir dann Sky Queens. Eine Menge. Ne? Muss ja durchschnitzeln da. Da vorne. Und dann können wir 16 wieder locker gehen. Ah, die sind so tanky, die Teile, ne? Puh. Wir sagen jetzt einfach mal, das ist das neue Iron Scales Video. Der Mate da drüben hält, sehr schön. Kann ich weiter meine Mimics schicken. Und mein Mate sieht's nicht so gut aus, ne? Die halten halt echt knapp. Und die Gegner liegen. Es fehlt halt an Schaden für mich. Sky Queens. Einfach eine Menge Sky Queens schon. Sky Queens sind the way to go. Ich komme jetzt auf 3500 Value. Das heißt, ich muss für 16 sogar nur 200 draufpacken. Das ist exakt ein Kingpin. Alter, so viele Daphnen. Minus 90 AD. Angriffsdamage. Entschuldigung, ich kann es mir nicht verkneifen. So. Nee. Sky Queens. Und mir fehlt ein Gold für einen Armadillo. Angler verticken? Ich brauche den Angler nicht. Hallo? Ich kann ihn da nicht platzieren. Dann nicht. Was zur Hölle? Ich durfte ihn nicht platzieren. Wenn ich jetzt deswegen liege, ne, dann dicker Report. Report ist draußen. Schon mal Supply upgraden. Ja, das müssen wir eigentlich halten. Die Hydras sind tanky. Sky Queens kommen mit Schaden. Solange keine Safety Mode schickt, ist das easy. Und der Armadillo, schau dich das an. Schaden? Was ist das? Okay. Aber Teammates, die nicht halten, ist halt auch eine. Exec ist da hinten. Gut, Protected, gut, die liegen alle. Boys, was ist mit eurer Value los? Seid ihr irgendwie. Hexen, ey. So richtig viele Hexen. Also die wollen auch nicht, dass meine Ex-Ex durchkommen, ne? Den Gedanken mögen die nicht. Naja, Game is over, ne? Naja, GGWP. Trotzdem nicht. Manchmal muss man halt für seine Mates mithalten. Tja, dann würde ich sagen, bis morgen, ne?